Weberak ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Gift, existiert seit der zweiten Spielgeneration und bildet die Basisform zu Ariados. Weberak ist ein kleines, sechsbeiniges und spinnenähnliches Pokémon, das grün, schwarz, gelb, rot und weiß auftritt. Kopf und Hinterleib sind hierbei grün. Auf dem Hinterleib verläuft ein schwarzer, dicker Streifen und außerdem befindet sich dort ein Muster, das an ein einfaches Gesicht erinnert. Die Beine sind gelb-schwarz gestreift, wobei die Farbkombination aus zwei äußeren gelben Abschnitten und einem inneren schwarzen Bereich besteht. Das Horn auf seiner Stirn ist weiß und seine Mundwerkzeuge rot gefärbt. Der Körper ist von sehr flacher Gestalt, das Hinterleib ist oval und etwa doppelt so groß wie der eher runde Kopf und an den Seiten des Hinterleibes wachsen die sechs kurzen abgeknickten Beine zu je drei Stück. Auf der Stirn ist ein kleines weißes oder kurzes weißes, aber spitzes Horn erkennbar. Die Augen von Weberak sind rund und bestehen aus schwarzen Lederhäuten und weißen Pupillen und vorne am Kopf sind die kräftigen Mundwerkzeuge zu erkennen, die wie bereits erwähnt rot gefärbt sind. Und abschließend in der Shiny-Form sind die hellgrünen Körperteile in einem sehr hellen Blau gefärbt. Die Form auf seinem Rücken und der Anfang der Beine hingegen sind etwas dunkler. Die Spitzen der Füße sind in einem hell pink gehalten, wohingegen die beiden Zähne etwas dunkler sind. Weberak verharren tagelang in ihrem Netz, wartend darauf, dass sich Beute in ihrem Netz verfängt. Das wird ausgedrückt durch Weberaks Fähigkeit Insomnia, welche das Einschlafen eines Pokémon verhindert. Die Möglichkeit von Weberak, Netze zu spinnen, um einen Gegner zu schwächen, wird mit den Attacken Spinnennetz und Klebenetz ausgedrückt. Manche Weberak besitzen die Fähigkeit Hexaplager, welche den Stack von Käferattacken um 50% erhöht, wenn diese nur noch ein Drittel oder weniger der maximalen Kraftpunkte besitzen. Die versteckte Fähigkeit Superschütze besitzen nur sehr wenige Weberak. Diese Fähigkeit sorgt dafür, dass Pokémon 50% mehr Schaden verursachen, wenn sie einen Volltreffer landen. Weberak leben in einem Spinnennetz, welches sie selbst gesponnen haben. Es lebt nie wieder als ein Weberak in einem Netz, da dieses ihr zweites Nervensystem darstellt, mit welchem sie Beute identifizieren können. Daher sind Weberak auch Einzelgänger. Teilweise warten Weberak tagelang darauf, dass sich Beute in ihren Netzen verfängt. Und sollte dies passieren, bewegen sich Weberak dennoch erst nach dem Einbruch der Nacht, um die Beute zu fressen. Weberak sind vielerorts anzutreffen, bevorzugen aber dunkle Wälder. In Alola bevorzugen sie Wommel als Beute und warten daher dort beharrlich darauf, dass sich welche in ihren Netzen verfangen. Weberak ist ein unentwickeltes Pokémon, also ein Basis-Pokémon, welches sich zu Ariados weiterentwickelt. Bei dieser Entwicklung ändert sich die Hauptfarbe des Pokémon von grün zu rot und die Streifen auf den Beinen von gelb-schwarzen zu gelb-violett. Das rote Mundwerkzeug wird bei der Entwicklung weiß und zwei der sechs Beine von Weberak befinden sich nach der Entwicklung am Rücken. Weberak ist nach der Entwicklung circa doppelt so groß und viermal so schwer wie zuvor. Dabei wird diese Entwicklung in den Spielen der Hauptreihe auf Level 22 ausgelöst. Mit seinen beiden Typen nimmt es dann noch Viertel Schaden gegen Pflanzen- und Kampfattacken, halben Schaden gegen Gift-, Käfer- und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Flug-, Psycho- und Gestandsattacken und der Rest macht normalen Schaden.